davor, Alvaro Robles zu schlagen. Und auf der anderen Seite, nur als kleiner Hinweis, gab es noch nicht im Arad Center Court vorgekommen, dass Timo Boll über die ganze in der Champions League gegen Jonathan Groth und gegen Fan Go gegen den Japaner. Jetzt also schauen wir mal, wie Timo Boll hier in der TTBL im Playoff-Halbfinale einsteigt. Im letzten Polanski unter anderem gegen Christian Karlsson und hatte dort deutlich 3-0 verloren. Und warum ich das erzähle, ist Christian Karlsson ebenfalls Linkshänder wie Timo Boll. Und das ist hängen geblieben als Eindruck, dass diese Linkshänder-Rückhand, die Linkshänder-Vorhand, Verzeihung. Sich gut zu bewegen, dann ist das schon wirklich gutes Niveau. Dann Grujic da fortgeführt wird. Erst in dem Körper festgenagelt und dann raus. Probates Mittel. Verteilen. Ein Punkt vorne jetzt. Aber erneut. Das Punkt trotzdem nur 8-8. Zwei Setzbälle. Aber das Rückschlagspiel ist problematisch. Da müssen wir. Zwei. Zug um Zug geht es jetzt. Aber auch hier wieder die. Jetzt wieder eigener Aufschlag. Bis hierhin. Gekommen. Und Timo Polanski auch erwischt, daher jetzt 4 Punkte vor. Und dann der Risiko und die Fehlerquote steigt. Und Timo Boll gleicht auf. Dass da Boll vermeintlich einen guten Aufschlag. Mit der Vorhand. Tschechens zum Zug zu kommen. Und gleicht
Seite, ich sehe Qualität wie die Vorhand. Und danach übernimmt Timo Boll die Initiative. Wunderbar, Polanski Wettgabe. Boll richtig lange beschäftigen. Sozusagen das Vorspiel für das Duell. Um flexibel zu bleiben. Und das ging dann doch ziemlich glatt. Von Timo Boll. Sich befreien kann. Weil man dann eh nichts mehr zu verlieren hat. Anstatt dass Polanski gesehen haben. Jetzt guter Rückschlag. Wunderbar. Und so ist Tischtennis. Weltweit bekannt. Rückstände aufholen zu können. Und jetzt mit einem Timeout. Wichtiger Punkt. Vorne bleiben. Großartiger Ball. Der zweite Fehlaufschlag in diesem Satz von Timo Boll. Wir können jetzt die Möglichkeit zum möglichen Satzausgleich. Begeben. Das war eigentlich ein sensationeller Rückhandball von Polanski, aber wir bleiben dabei. Und den letzten konnte Polanski mit einem ganz klassischen langen am Tisch zu halten. Setzt jetzt deutlich mehr Spinblocks ein. Mal schauen. Die Rückhand.
Fall erwischt Polanski selber im Ellbogen. Und wir haben die ersten Matchbälle. Und diesmal weiß es, wo es Timo Boll